Die Ballverlosung und Trikotverlosung von der Torkanade ist seit dem Dienstag ausgelaufen. Jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, die ganze Geschichte auszulosen. Dafür haben wir die Losfee Max Lesser dabei. Wir bedanken uns natürlich erstmal für die zahlreichen Einsendungen. Tolle Bilder, tolle Texte haben wir bekommen. Ja, wir fangen an mit den Trikots, mit dem Hauptgewinn. Max, ziehst du? So, dann wollen wir mal gucken. Den Trikotsatz gewinnen die B-Junioren der JSG Schlitzerland. So, jetzt haben wir 14 Ballpakete. Max, fangen wir einfach an. Es gibt jeweils 15 hochwertige Derby-Star-Trainingsbälle zu gewinnen. So, die ersten gehen an die E2-Junioren des TSV Poppenhausen. Die nächsten. So, gucken. Jetzt haben wir die D-Junioren JSG Fulda West. Der dritte Satz. Bälle gehen an die C2-Junioren des JRV Hünfelder Land. Frisch gegründet. Genauso wie die JSG Fulda West. Die gibt es auch noch nicht so lange. So, das nächste Paket ernten die B-Juniorinnen des TSV Pilgerzell. So, Max, mal gucken. Und das dritte Paket gehen an die B-Junioren der JSG Rollbach Brand. Natürlich sind die Ballpakete dann immer altersgerecht, also auch Leitbälle gibt es zu gewinnen, je nachdem, wie alt die Jugend denn ist. So, das nächste Paket geht an die A-Junioren der JSG Bieberstein. So, Max, kannst du noch? Ich kann auch noch Gut. doppelt. Das ist schön. Dann gucken wir mal hier rein. Das sind die B2-Junioren des Heimbacher SV. So. Wie viele haben wir denn noch? So, 4, 5 Stück sind es noch, ne? So, jetzt haben wir die D-Juniorinnen des JRV Burkhauen. Burkhauen, Steinbach. Und jetzt sind dran. Oh, jetzt geht es an die Kleinen nochmal. E-Junioren der SG Steinau Fulda. Dann geht es weiter mit dem nächsten Ballpaket für die A-Junioren der JSG Gersfeld-Dahl-Hertha. Oh, langsam geht schon dem Ende zu. Na, gucken wir mal hier rein. Das nächste Ballpaket gewinnen die B-Junioren des TSV Pilgerzell. Pilgerzell, somit glaube ich schon das zweite Mal siegreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, dann haben wir die A-Junioren des TSV Künzell. So, ist das schon das letzte, vorletzte Ja. Ballpaket, wenn ich richtig Vorletzte, genau. mitgezählt habe. Und da gewinnen die B-Junioren der JSG Bellings Hohenzell Herolz. So, und das letzte. Spielen wir mal richtig durch, Max. Schau. Schauen wir mal, wer der Letzte ist oder die Letzten sind, die gewinnen. Die B-Juniorinnen des SV Gläserzell sind die Letzten.
So, das wäre es gewesen. Nachzulesen, die ganzen Gewinner sind natürlich auf torkanade.de und auch in der Donnerstagsausgabe der Fuldaer Zeitung. So, dann bedanken wir uns und ja, vielen Dank für die rege Teilnahme an der Verlosung.